Wieder ein neues Objektiv, wieder eine neue Kamera, noch mehr Lichter. Wer kennt's nicht? Neues Equipment kaufen macht einfach ultra Spaß. Und jeder Foto- und Videograf würde am liebsten nichts anderes machen. Aber was das Ganze bringt oder was es auch nicht bringt, erkläre ich dir heute in diesem Video. Jetzt sind wir auch direkt beim ersten Punkt angekommen. Und zwar denkst du dir vielleicht, okay, du brauchst jetzt das neue Objektiv mit der 1,8er Blende oder du brauchst jetzt die neue Kamera, um bessere Qualität liefern zu können. Letztendlich, was du nicht vergessen darfst, deine Kunden interessiert es überhaupt nicht, welches Objektiv oder welche Kamera du benutzt. Für deinen Kunden zählt immer noch das Ergebnis, das du ihm bringst. Du darfst nicht vergessen, du bist der Foto- bzw. Videograf und nicht dein Kunde. Wenn du deinem Kunde dieses Objektiv in die Hand drückst, wird er wahrscheinlich damit nichts anfangen zu wissen. Also keine Ahnung, der wird das Ding in der Hand halten und fragen, ah, ist das eine neue Pfeffermühle oder was? Wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel, weil ich es gerade da habe, hier dieses Sigma 35mm mit 1,8er Blende. Es kostet knapp 800 Euro und wenn du diese 800 Euro investierst, was hast du davon? Du denkst vielleicht, okay, du bekommst mehr Kunden dadurch, deine Kunden zahlen dir mehr für deine Arbeit, was aber wie gesagt einfach überhaupt nicht der Fall ist, weil einfach nur das Resultat für deinen Kunden zählt. Wenn du jetzt aber im Vergleich dazu diese 800 Euro in die Hand nimmst und in Werbeanzeigen steckst oder in einen Mentor oder generell in dich, in dein Wissen, in deine Zukunft, wirst du viel, viel mehr draus machen können. Bedeutet, wenn du hier 800 Euro reinsteckst, wirst du keine neuen Kunden bekommen dadurch. Wenn du aber 800 Euro geplant natürlich in zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen steckst oder jemanden 800 Euro gibst, der dir zeigt, wie du so ein System aufbauen kannst, zum Beispiel um eben automatisiert Anfragen zu generieren, dann wirst du ja aus diesen 800 Euro 3000 Euro, 4000, 5000, 6000 Euro machen können. Deswegen überleg mal, ob du vielleicht dir wieder ein neues Objektiv kaufst oder vielleicht doch in Marketing investierst. Natürlich will ich jetzt nicht, dass du irgendwie auf Facebook gehst und willkürlich einfach mal Werbung schaltest, sondern das Ganze muss ein Prozess sein. Du kannst nicht einfach irgendwie ein Showreel von dir nehmen oder ein Video, das du vor 2, 3 Wochen gemacht hast und darauf Werbung schalten und erwarten, dass du Kunden generierst, sondern das ist wirklich ein Prozess, der dahinter steckt. Wie ich eben schon gesagt habe, investier lieber in dich selber, kauf dir Bücher, hol dir Mentoren, investier einfach in dich, in dein Wissen und in deine Zukunft und mach aus diesem Wissen, das du erlangst, einfach mehr Geld, dann kannst du dir nämlich so ein Objektiv für 800 Euro viel, viel leichter leisten, als wenn du jetzt irgendwie um jeden Auftrag betteln musst oder dich aufs Weiterempfehlungsgeschäft zu verlassen. Also das Ganze war jetzt hier ein recht kurzes Video, aber trotzdem einfach nochmal, um ein kurzes Fazit aus diesem Video hier zu ziehen. Investier lieber einfach mal in dich und in deine Zukunft und lern wirklich, wie du richtig verkaufst als Foto- oder Videograf. Viele Foto- und Videografen vernachlässigen immer diesen Business-Aspekt. Natürlich, fotografieren und filmen ist das eine, aber du musst natürlich auch wissen, wie du dich wirklich verkaufst, wie du dich nicht unter Wert verkaufst, wie du deine Preise richtig kommunizierst mit deinen Kunden, wie du hochpreisig verkaufst, wie du dich positionierst und so weiter. Das sind alles Punkte, die darfst du einfach nicht vergessen, wenn du ein erfolgreiches Business als Foto- oder Videograf aufbauen möchtest. Du möchtest natürlich das Ganze langfristig machen. Du möchtest jetzt nicht mal hier und da einen Kunden generieren, sondern du willst ja langfristig mit deiner Leidenschaft dir was aufbauen und wirklich ein Unternehmen gründen. Oder selbst wenn du wirklich nur dieser typische, klassische Solo-Selbstständiger bist, trotzdem schau mal, dass du wirklich Prozesse in deine selbstständige Arbeit bekommst. Wenn du jetzt festgestellt hast, okay, der Typ, der hier gerade sitzt, hat vollkommen recht und ich verzichte jetzt vielleicht mal auf dieses neue Objektiv, das ich mir kaufen möchte, oder ich verzichte jetzt mal auf die Kamera und will in mich investieren, wenn du wirklich lernen willst, wie du verkaufst, wie du dich hochpreisig verkaufst, wie du dich richtig positionierst und wie du wirklich Prozesse und Strukturen in deine ganze Tätigkeit reinbekommst, um wirklich auch automatisiert Anfragen von deinen Wunschkunden zu generieren und so weiter, dann check jetzt auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung ab. Da kannst du dich nämlich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder jemanden aus meinem Team eintragen. Ich habe einfach in den letzten paar Jahren meiner Selbstständigkeit eben gemerkt, dass viele Foto- und Videografen diese Probleme haben und habe mir deswegen mit meinem Team zur Aufgabe gemacht, Foto- und Videografen wie dir dabei zu helfen, entweder erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten oder ihr bestehendes Business zu skalieren, nach oben zu skalieren, höhere Preise abrufen zu können und so weiter. Und deswegen, wie gesagt, check den Link in der Beschreibung ab. Da kannst du dich für ein komplett kostenloses Beratungsgespräch mit uns mal eintragen. Da analysieren wir einfach mal gemeinsam deine Situation, gucken uns an, wo du stehst, wo du hin möchtest und gucken einfach mal, wie wir dir weiterhelfen können. Und in diesem Sinne, like das Video, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, keep creating, euer Tobi. Ciao.